100 Spieler kämpfen als Astronaut ums Überleben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was nur niemand wusste, ist, dass man wirklich erstickt, wenn man den Helm abnimmt. Hast du schon mal probiert, das Glas oben in deinem Inventar anzudrücken? Nee. Also, was du auf dem Kopf hast? Nee. Probier's doch mal. Nee. Ich hab Angst. Damit logisch ist, hi-ho, herzlich willkommen zu UAC, aber der halbe Server erstickt. Ach du Scheiße, waren zwei Top-Leisten in einer Sekunde weg. Und wenn du nicht in 3 Sekunden ein Like da lässt, dann sorge ich dafür, dass du auch keine... Nee, das ist doch ein bisschen zu hart, aber wenn ihr mehr davon wollt, lasst gerne ein Like da. Logo, zeig mal Brustwarzen. Kann ich nicht, dann werde ich auf Twitch gebannt. Wir werden gucken, ob wir noch eine zweite Runde machen. Ich mach das davon abhängig, wie schnell das hier vorbei ist. Ich glaube, so ab der Hälfte der Runde werde ich das geheime Feature verraten. Wer hat mich gerade angegriffen? Aua. Die Schutzzeit ist vorbei, kann das sein? Ich glaube, da wird... Ja, die Schutzzeit ist vorbei. Klar, es sterben doch Leute, Gambo. Oh! Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Warum ich stehe, Leute? Ganz einfach, weil ich bin Astronaut. Und wir bauen eine Rakete. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der Challenge Hunger bekommen. Hast du schon Hunger? Nee. Mein erster Kill! Mein erster Kill! Oh, die hatte hier Eisen. Oh mein Gott. Wieso hatten die das nicht abgebaut? Warum hatte die einen Stein? Ja, die hatte ein Steinschwert. Da, dass die noch keine Steinpicke hatte. Junge, hast du ein Problem mit meinem Fortnite-Zimmer? Nein, nice, absolut nicht. Dann sag's mal im Fortnite-Zimmer. Kannst du mal wieder Fortnite spielen, bitte? Fortnite, Louis, spiel mal wieder Fortnite! Komm, gib mir zweites Eisen. Mach mir Eisenschwert, ich schnetze. Wenn das hier wirklich schnell vorbei ist, können wir auch eine zweite Runde zocken. Deswegen mach ich mich jetzt nicht verrückt, aber es leben ja auch noch sehr viele Leute. Aber man bekommt irgendwie keinen Hunger, ich weiß gar nicht. Och Mann, dann habe ich ja voll umsonst ein Stack Fische gefahren. Frag mal, Lukas, bekommt man hier keinen Hunger? Ich glaube, der hat mich noch gar nicht realisiert. Vielleicht dauert es einfach länger, weil wir nicht richtig sprinten. Wir springen ja die Oh ja, das kann sein. Weißt du, was ich meine? Also, du sprintest ja keine, keine Dings. Oh mein Gott! Alter. Aus Potter. Alter. Was ein nicer Name. Junge, Alter, der hatte nur eine Holzachse und hat mir übelst den Arsch versohlt. Also ich habe ihn jetzt mal gefragt, ob wir das ändern können, aber wenn nicht, dann easy challenge. Dann habt ihr alle, habt ihr alle unendlich Essen. Ja, easy going. Dann fahre ich die Melonen nicht. Was ist denn bei ihm los, Alter? Ist er Jesus? Ja, Leute, das ist die Bad Wars Challenge. Herzlich willkommen bei der Bad Wars Challenge. Bei meiner Bad Wars Challenge machen wir Bad Wars. Na, Ninja. Ah! Oh. Sind aber auch kein Höhleneingang, ne? Das ist aber auch nervig, Mann. Oh, mein Eisenschwert hat mich gerettet. Gerettet, Soll ich es jetzt sagen, Gambo? Oder soll ich es noch für mich behalten? Hast du schon mal probiert, das Glas oben in deinem Inventar anzudrücken? Nee. Also, was du auf dem Kopf hast? Nee. Probier's doch mal. Nee. Ich hab Angst. LOL! Hä? Oh. Bro, erstickt man dann? Ja, natürlich! Ja. Wir sind auf dem Scheiß! Ach du Scheiße, waren zwei Top-Leisten in einer Sekunde weg! Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott, mir ist so viel Blut in den Kopf geschossen. Alter, ich stand, glaube ich, kurz vor einem Herzinfarkt. Alter Schwede! Alter, ich musste mich hinsetzen gerade. Ich musste mich gerade hinsetzen, wo ich so gelacht habe. Ich weiß auch nicht, was war. Es war mit einmal so heftig. Ist er wirklich Spider-Man? Jetzt wird mich wahrscheinlich die Hälfte des Servers hassen. Du kannst deine Kills sogar daran sehen, wie viel Glas du im Inventar hast. Ja, stimmt. Ich habe auch 3. Der war doch vorhin noch im Wasser. Setz deinen Helm ab! Den hab ich jetzt. Oh nein, der Helm ist verbrannt. Lol, einer hat sich einen Eisenhelm gemacht, meint er da gerade im Chat. Oh, einer meint, er hasst mich. Oh, es tut mir leid, wenn ihr jetzt daran gestorben seid. Leute, es ist doch ein Fun-Game. Hier liegen welche. Da liegt jemand. Oh je, Alter. Und dann hatte Lukas so die Idee, was wäre denn, wenn man erstickt? Er meinte sogar noch, man hätte es sogar noch so machen können, dass wenn du mit einem Pfeil am Kopf getroffen wirst. Lol, Nadine hat einen Clip gemacht, der halbe Server erstickt. Es ist wirklich krank. Es ist krank. Ich hoffe, dass jetzt jeder Ingame das gecheckt hat. Es sind nur noch 2 Tab-Leisten. Safe. Er war zu neugierig. Er war einfach, oh, ob ich da wirklich ersticke? Es ist einfach so, zieh ich ihn ab. Ohne Mist. Ich sah aus wie so eine Tomate gerade. Das war absolut insane. Ja, das war krank, was da gerade abging. Und hier stehen überall so Öfen, wo so 1-2 Eisen drin sind. Die snack ich mir immer, weil die tot sind. Attacke!
Oh, ich hab ihn. Oh Leute, wieso hat denn der Stein gebrannt? Ich dachte, du brennst Eisen, Kollege. Aber, ey, Junge, warum brennt der denn Cleanstone? Mach ich auch immer. Mann, ey, wo ist denn mein Loch jetzt hier? Was ist eure ehrliche Meinung dazu? Es war jetzt kein Troll, es war einfach nur ein lustiges Gimmick. Was haltet ihr davon? Wie fandet ihr das? Fandet ihr das auch so funny wie ich? Ja, aber ihr wisst Bescheid, für die nächste Astronauten-Challenge, vielleicht diesmal mit Lufttank, den man mit sich rumschleppen muss. Aber es ist gerade irgendwie total langweilig. Ich laufe hier einfach über. Ich sehe aber auch keinen. Ja, ich weiß. Die sweaten, denke ich, hart auf Erze jetzt. Ja, also. Ich springe. Da ist wieder jemand gestorben. Ich nehme mal an, der wird wahrscheinlich den Helm abgenommen haben. Oh, oh. Ich bin geübter Astronaut, du kommst nicht davon! Warum macht er denn trotzdem dieses Block-Placing-Ding-Ding? Ich brenne. Ding-Ding. Oh, komm, komm, komm. Ich bin damit schon geübt, so zu laufen. Ich hab voll Iron erbeutet. Ich musste räuspern. Ach so, zu genau diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, gib's mir. Wo ist denn seine Kageisenrüstung hin? Oh, Junge, komm. Hier. Ich hab's. Ich bin jetzt auch voll Iron. Was macht er denn da unten? Überraschung. Er hat auch voll Iron. Und er hatte Kakaobohnen aus dem Dschungel. Er hatte sogar Eier. Das hatte ich in der letzten Challenge nicht. Obwohl wir das ja alle nicht brauchen, weil Lukas irgendwas falsch kopiert hat. Ich bin Logo, der mächtige Astronaut. Der alles Besiegende. Der alles Bezwingende. Weil ich mich mit dem Movement auskenne. Endlich kann ich auch mal der Gute sein. Ich hoffe, der Server crasht. Nein. Der Server wird jetzt ganz bestimmt nicht crashen. Es ist gerade lustig. Ich meine, die übrigen Leute, die noch leben können, gerne mal auf ihren Glaskopf im Inventar klicken. Es gibt eine Full-Dia-Rüstung, wer da draufklickt. Das ist das Geheimnis. Ihr müsst einfach nur auf den Glaskopf drücken. Big Brain Move, wir bekommen Full-Dia, ich verspreche es euch. Ich glaube, jeder, der noch lebt, ist, ja, hat jetzt mindestens 4 Gehirnzellen, ist nichts zu tun. Komm her. Komm her. Komm her jetzt. Mich outplayt halt jemand gerade. Das kann ja nicht sein. Wir schwimmen jetzt hier gerade eine Runde. Jetzt habe ich ihn gleich. Oh Mann, Alter, komm. Ey. Jetzt! Ich komm, ja, wie, das ist so dumm, Mann. Wie, ich habe kein Gehör. Natürlich habe ich ein gutes Gehör. Ich hab Ohren wie so Lux. Ich höre alles. Ich höre sofort, wenn die B pushen. Oder wenn jemand Mitte irgendwas Komisches spielt. Deswegen bin ich ja auch in so vielen E-Sports-Teams gesigned für meine guten Ohren. Komm hoch jetzt, Kollege. Wir sind Astronauten. Wir gehören ins All und nicht in den Boden. Einer muss aufhören, es gibt Essen. Nimm einfach den Helm ab. Wie viel setzt du, Gambo, wenn du jetzt zum Bergsee kommst? Oh, hinter mir ist jemand full dir! Also nicht dir, aber er hat... Na komm, gib mir seine Dia-Schuhe. So, Lukas lebt hier irgendwo noch. Das ist krass, wie niemand so richtig weiß, wie er gegen mich kämpfen soll, aber ich bin der Beste. Aber ich bin eh unsterblich und ich habe Stärkebonus. Ich hab ihn! Du hast Lukas gekillt? Nein, ich kann ihn nicht angreifen. Ach so, ja, oh, weil aber er kann mich angreifen! Ich versuche mal, den Spawn zu finden. Er wird immer noch da irgendwo am Anfang rumstehen. Junge, komm, natürlich denke ich bin mal gut. Lass mich doch auch mal mich gut fühlen. Ist ja nicht so, als ob jede Challenge übelst immer sweaty sein muss. Wow, Gum HD, der echte? Gambo! Monkey Time! Lukas, hilf mir! Wo ist er? Oh, Gambo, jemand schreibt im Chat, ich soll dich töten, du hast ihn getötet. Ah! Easy, ich hatte kurze Angst, wo du geturnt hast. Ja, Lukas hat den Helm abgesetzt. Das Schild bringt einfach nichts. Das ist das Klick-mich-Schild. Kommt doch einfach und tötet mich. Oh, doch, da ist ja ein Apfel. Ich bin so blind. Ich bin blind, 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 blind. Junge, was ist, wenn du mich nochmal so erschreckst und mir platzt einfach was? Easy going. Ich mach dann noch so kurz so. Ich mach einfach nur noch so. Und dann kipp ich um und bin tot. Na komm, Flo, komm du an den Spawn. Nersol, kommt, kämpft gegen mich. Mach euch easy. Der Endboss. Ah nein, es ist nicht Nersol. Das aussieht. Es ist wie ein Kampf in der Luft, weißt du, wie eine Ballerina. Man bewegt sich auf 10 Spitzen durch die Luft. So, ich habe jetzt über einen Stack Lapis erbeutet. Wirklich, vertraut mir. Dieser dreckige Astronauteneffekt. Ich habe so viel Spielzeit mit dem schon. Alter, die platzen. Langsam glaube ich, das ist ein Troll, Alter. Der hier wird jetzt auch einfach davon gleiten. Das ist ja Insane-Logo! Stark! Nein, das ist kein Troll. Ja, doch, du sagst das, du deutest das so an, als ob du hier so einen Troll draus gemacht hast.
Das wäre ja übel wack. Das ist ja exakt das, was du mit mir gemacht hast. Das wird doch keiner machen. Ja, wo sind denn jetzt alle? Ich bin die ganze Zeit am Spawn. Kommt zu mir. Kommt. Sonst machen wir gleich Deathmatch. Wir wollen das doch jetzt nicht noch ewig ziehen. Zeigt mir bitte, dass das kein Troll ist, verdammt. Ja, in Frankfurt ist schon die ein oder andere Serverhalle abgebrannt wegen dem Root. Ich weiß. Einfach mal vorbeikommen. Man kann es vielleicht an den Säulen erkennen, die ich hier gebaut habe. Na, komm her. Ah. So, das hier ist meiner. Ja. Und das daneben ist deiner. Der meiner ist ja vergraben. Ja, der war wirklich ein bisschen unterirdisch. Der war ein bisschen eingegraben, aber gut, dass ich ihn rausgeholt habe. Oh Mann, Alter. Gut, dass ich ihn rausgeholt habe. Ja, hast recht, der war doch noch mehr unter der Erde, als ich gedacht hätte. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde schon auf diesem Kack-Server hier unterwegs. Ich mache jetzt Deathmatch. Oh, ich bin in Lava, ich bin tot. Logo 4, bei nein. Irgendeiner hat da Lava platziert. Die verdammte Lava, Alter. Die hat mir das schon im letzten Challenge-Ding übelst zur Hölle gemacht.